Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Mondweiß. Ich glaube, das ist meine dritte Aufnahme, also meine dritte Folge dieser Session. Und ja, letzte Folge war ein bisschen kurz, ich meine so 14 Minuten. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die doch ein bisschen länger wäre, aber nun ja, mal ist es so. Und ja, dann wollte ich nicht so lange rumfackeln, dann wollte ich, dass wir jetzt in den Kampf hineinsteigen. Oh, wie ich es gesagt habe, es ist auf jeden Fall ein Doppelkampf. Und mal gucken, was die einsetzen. Und die setzen nicht Wasser-Pokémon ein. Und ein Wasserkäfer-Pokémon. Auf jeden Fall die Rasierblatt ein, weil es direkt auf beide Pokémon wirkt. Katze habe ich eh nicht, also kann ich nur noch den Gehweiher erstaunen. Und er setzt ruckzuck ein, was erstaunlich wenig Schaden macht. Ja, gut, Krabi hat den Angriff abgewehrt. Der Glückliche. Dann kann ich jetzt einfach nur Absorber einsetzen und Gegner noch erstaunen. Ach, Mist. Okay, zu einem Glück nicht auf Tief, wobei die Attacke eh nochmal Schaden gemacht hätte. Aber würde zum Beispiel Krabbe einsetzen, dann wäre es nicht so gut gewesen, dann wäre Tief schon tot. Okay, auf jeden Fall finde ich die Mucke hier sehr nice. Sehr nice Auswahl. Und ja, ich gehe mal freiwillig ins Gras und guck mal, was Pokémon hier gibt. Ein Myrapla. Also hätte ich keinen Pflanzen-Pokémon als Starter, dann hätte ich Myrapla eingefangen. Aber jetzt noch ein Pflanzen-Pokémon im Team. Muss ich das? Muss ich nicht. Deswegen, nein, tut mir leid, Myrapla. Bye. Ich könnte noch mal gucken. Warum nicht? Ein bisschen XP tut auch gut. Okay, Visor. Als VM-Hure. Ja. Aber. Wenn ich irgendwo mal wirklich VMs brauche, dann hole ich mir eins. Ich brauch's da nicht mal wirklich leveln oder so. Der scheint kampflustig zu sein. Kommt doch her. Tatsache. Okay, zeig, was du drauf hast. Der hat einen Taubsi. Ich setz einfach mal normal Tackle ein. Der tut das Gleiche und das tut mir wenig weh. Gegner ist auch schnell K.O. Was hat er jetzt? Ein Radfratz. Und dann setze ich wiederum Tackle ein. Wobei an dieser Stelle hätte ich doch lieber Absorber einsetzen können, um ein bisschen KP zu holen. Aber nun ja, ist auch egal. Ich freue mich schon, wenn Baum auf Level 16 ist. Dann entwickelt er sich weiter. Sorry. Das werde ich rausschneiden, wenn ich es nicht vergesse. Manchmal muss ich mich wirklich plötzlich husten, weil es an meinem Hals irgendwie juckt. Wenn ich schmatze, dann versuche ich irgendwie gegenzulenken irgendwie. Vielleicht lasse ich das irgendwie auch spaßhalber drinne. Ich weiß es nicht. Also falls ihr meinen Husten nicht gehört habt, dann habe ich es eben ausgeschnitten.
Weil das war schon ein bisschen übertrieben. Ich bin nicht gestorben oder so. Ich bin noch leibhaftig dabei. Ach, ich finde es cool, dass es ein Felino im Wasser schwimmt. Das ist richtig nice. Will er kämpfen? Okay, das gehört ihm. Das Felino. Wobei, ich wollte noch wissen, was es da hinten gibt. Hätte ich da nicht geguckt, dann hätte ich das nicht geholt. Ein Sonnenstein. Das ist doch ganz wertvoll. Normalerweise gucke ich in jeder Stelle ganz genau nach. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch noch was. Okay, kämpfen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde es auch gut, dass wir diese solche komischen Rillen... Ach, das sind Gräser. Ich dachte, das wären jetzt solche Muscheln. Okay, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Echt gut designt. Ich könnte das eigentlich tausendmal sagen. Ah, eine Hütte. Da können wir rein. Was gibt's dort? Plätscher. Okay. Dieser Kampf. Was wir eigentlich in jedem Pokémon-Spiel kennen, ein Trainer mit genau 6 Karpadoren im Spiel, im Team. Also mich würde es echt wundern, wenn er keinen Karpador hätte. Und er steigt ein Level. Also ich würde mich noch mehr freuen, wenn Baumi noch ein Level erreicht. Ich glaube, das schafft er tatsächlich. Level 3. Und er steigt. Und ich, abfriere mal die Karpador mal weg. Ich verleibe mal die mal ein. Das ist sehr lecker. Level 4. Los, ich saug die alle mal weg. Gute Arbeit, Baumi. Du musst wachsen. Ja, das war sehr toll, was ich gesagt habe. Jetzt kann ich ihn mal verletzen. Mit Rasierblatt. Haben wir den Gegner mal... Ach ja. Hab noch ein 6. Karpador. Level 6. Dann raisen wir den Gegner mal weg. Perfekt. So, Pascal, blub, das sage ich auch immer. Jo, du bist echt stark, ich würde gerne etwas schenken. Wir haben eine Angel obtained und, ja, wir können jetzt einfach mal angeln. Ich glaube, ein Karpador würde ich doch gerne trainieren. Deswegen suche ich mir erstmal einen schönen Platz aus, wo ich angeln könnte. Sehr nice gemacht mit dem See. Wieso kann ich das hier nicht benutzen? Muss es wirklich tiefes Wasser sein? Oder bin ich an der falschen Stelle? Nee. Da steht, ich kann es in jedem Gewässer nutzen. Das ist eine Lüge. Dann gehe ich eben ein bisschen zurück und angel hier. Nein. Natürlich nicht. Oder stand da in jedem tiefen Gewässer? Nö, in jedem Gewässer. Okay. Dann kann ich es anscheinend nicht benutzen. Schade. Dann na, mal gucken, wo ich hier eher richtiges Gewässer finde. Oder kann ich es hier benutzen? Wäre lustig, wenn das doch wäre. Nein. Natürlich nicht. Okay, wir sind jetzt in Shark Town, das Shark City.
Shark City. Okay. Gut zu wissen. Dann heile ich mich hier mal kurz. Was ist das? Ich kann es nicht anklicken. Schade. Hallo, Schlüsselsäure. Heil mal bitte meine Pokémon. Dankeschön. Wir kommen bald wieder. Bye. So. Was kann ich hier denn alles machen? Ich kann hier noch ein paar Tränke kaufen. Wir haben wieder genügend Gold. Okay, jetzt haben wir insgesamt 6 Tränke. Ich habe keine Ahnung, was für ein Typ diese Arena hier hat, wenn sie eine Arena hat. Oh, ich finde es cool, dass es hier so leuchtet. Schöne Effekte. Ah ja, es zeigt eine große Macht, wenn du es schaffst, alleine 2 Trainer gleichzeitig zu besiegen. Irgendwie ja und irgendwie nein. Das wilde Pokémon. Ja, das ist auch klar. Okay, es hat eine Arena. Arena von Shark City. Leiter Fabian. Vom Typ Wasser. Okay. Aber das ist neu, ein paar Tipps zu geben. Der Leiter Arena ist Fabian. Er verwendet Pokémon vom Typ Wasser. Diese haben einen schwächen Pflanzen- und Elektroattacken. Wenn du Feuer-Pokémon verwendest, siehst du Alter, also viel Glück. Also kann mein Schlast hier von größere Rolle spielen. Und ja, hoffentlich kann ich hier angeln. Yes, perfekt. Ich wollte mir noch ein Carpodo angeln und dann noch ein bisschen leveln. Nicht, dass es dann so endet wie beim letzten Arena-Kampf. Wobei, es war doch spannend, oder nicht, Leute? Yes, komm. Ich hätte noch ein paar Millisekunden warten können. Oder kommt da kein Ausrufezeichen oder bin ich hier vollkommen blöd? Not even a nibble. Also hat sich gar nicht bewegt. Wieso klicke ich dauernd auf? Ich weiß es nicht. Normalerweise müsste ein Ausrufezeichen kommen. Also ich glaube, ich muss gleich einen Typen finden, der mir ein Carpodo verkauft. Ich kann es noch ein paar Mal versuchen, aber ich weiß nicht, wie das hier so funktioniert. Ah, okay. Hier ist Route 4. Oh, im Westen gibt es einen Onyx-Tunnel. Sehr nice. Was gibt es denn hier denn alles zu entdecken? Oh. Ein Tucano? Wir haben kein Feuer-Pokémon-Team. Das fange ich doch definitiv ein. Tucano ist nice. Hier sitzt Bulle ein. Hat er mich denn eigentlich weggebrüllt oder hat er mein Pokémon gewechselt? Ich glaube eher doch, dass er mich weggebrüllt hätte. Boah, ey. Das wäre aber echt krass gewesen. Aber los, geh rein. Dankeschön. Wir haben ein neues Pokémon-Team. Ich weiß nicht, wie ich es eigentlich nennen soll. Unser Fukano. Fukano. Ich weiß es nicht. Also mit der Kreativ brauche ich ein bisschen länger. Ich bin normal eigentlich sehr kreativ.
Fufufufu, warum nicht? Diese Kreativ hier. Eigentlich hatte ich mir überlegt, hier schreib doch mal meine Abonnenten auf und dann ab ins Tombola mit dem Namen und gucke mal, was da rauskommt. Und das gebe ich dann als Namen für das gefangene Pokémon ein. Aber dann kam der Gedanke, nein, mach das lieber nicht. Vielleicht gibt es einige Abonnenten, die das nicht haben wollen. Und ja, ich weiß es nicht. Deswegen könnt ihr in den Kommentaren gerne schreiben, ob ihr ein Pokémon sein wollt. Welches Pokémon genau, welchen Typen oder was weiß ich. Das würde mich schon freuen. Ja, okay. Ich heile mich eh mal kurz und dann können wir mal gucken. Also ich schaue mich dort noch ein bisschen um, dann denke ich mal, dass wir in der nächsten Folge den Arenaleiter herausfordern können. Ich weiß nicht, auf welchem Level der Arenaleiter ist. Aber ich habe mich mal durchgelesen und die Arenaleiter sollen meistens immer einen hohen Level haben. Also selbst bei Pokémon Mondweiß. Deswegen verunsichert mich das gerade ein bisschen jetzt da reinzugehen. Irgendwie hatte ich na Pech mit Brüller. Ich weiß, ich bin drin geblieben, weil ich das doppelte Level habe. Deswegen macht es mir gerade nichts aus. Weil da uns ein Arena-Kampf erwartet, nehme ich mal Fukano nach vorne. Fufu. Ist eigentlich auch ein süßer Name, finde ich. Fufu. Bin ich gespannt, auf welchem Level diese Trainer hier sind. Ich schätze so 10 plus. Ein Hydropi. Okay, 8. Da bin ich ja vollkommen im Nachteil. Ich doch bei Chillas bleiben können, aber wusste ich vorher gar nicht. So, kann ich. Okay, das ist natürlich blöd. Einfach mal Absorber einsetzen. Um mich das noch zu regenerieren. Die Heuler macht gar nichts. Ich kann nochmal Absorber einsetzen. Okay. Hätte ausreichen können, war aber nicht so. Jetzt kann ich nochmal Tackle einsetzen. Ein Volltreffer, das war sehr unnötig. Scheint so, dass es hier so ein spezielles XP-System gibt, weil die Pokémon, die weniger Level haben, kriegen mehr XP und die Pokémon, die mehr Level haben, kriegen... Nee, warte. Die Pokémon, die weniger Level haben, kriegen mehr XP und die Pokémon, die mehr Level haben, kriegen weniger XP. So rum. Und das finde ich schon eine coole Sache. Es ist so ein, glaube ich, auch bei Schwarz und Weiß gewesen. Und ja. Somit kann man eigentlich ganz gut leveln, finde ich. Nein, Pokémon ist nur da. Okay. Dann zeig mir nochmal, was für Pokémon du hast. Ein Fukano. Passt ja, dann sind wir echt gute Zwillinge. Die gibt aber einen Bedroher. Das ist nicht sehr gut. Wir könnten mal versuchen, auf Tief zu gehen. Schade, dass Tief noch kein Bohnenattack kann. Okay. Das war sehr gut. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, der trollt dann wieder mit Brüller rum. War ja klar. Ja gut, dann bleibe ich eben auf bei Baumi.
und setze einfach mit Tackle ein. Ja gut, es geht an Schaden. Ich bleib trotzdem noch bei Baumi. Jetzt setze ich da gut ein. Das ist natürlich sehr nice. Immer diese 1 KP. Das geht zu tief, weil ich Baumi nicht so viel Schaden erleiden lassen will. Und er kann später immer noch absorbieren, falls gegen das Pokémon antrete. So, alle kriegen gute XP. Sehr nice. So, oh, ein wildes Pokémon. Wen haben wir da? Ein Garn. Sehr nice. Joa, Bedroh. Das ist nicht gut. Ich könnte auf Tief gehen, aber wenn er auf Brüller geht, dann ist dieser Kampf beendet. Okay. Jetzt sitzt er. Ist okay. Kann ich wechseln. Sehr knapp. Sehr knapp. Ach, Gegner gut predicted für ein wildes Pokémon. Da haben wir noch die Sinelbeere. Und da ist sie down. So, okay, dann gehen wir weiter. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier lang gehe. Die Önix-Tunnel. Den Tunnel hier. Ich weiß nicht, aber mal gucken. Na Leute, ich glaube, das sieht nach dem Ende dieser Folge aus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, gebt einen Daumen hoch, falls euch die Folge wirklich gefallen hat. Und ja, ihr könnt immer noch in die Kommis schreiben, ob ihr ein Pokémon sein wollt oder auch nicht. Ja. Dann erforschen wir einfach mal spaßhalber die Höhle in der nächsten Folge. Und dann können wir immer noch gegen Arenaite antreten. Wir haben ja genug Zeit dafür. Okay, dann ja, es ist gerade 20 nach 0 und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dann, Leute.